Jemand erzählt in dieser Geschichte ganz sicher nicht die Wahrheit. Die Frage ist nur, wer von den beiden? Bis jetzt ist eins klar. Bösemann stand wirklich vor der Haustür von Farid Bang und die Tür blieb verschlossen. Doch was ist in der Zwischenzeit passiert? Angeblich war Farid zu dem Zeitpunkt in der Moschee und kann das nachweisen, da er ein Foto in der Moschee gepostet hat. Außerdem ist klar, dass Bösemann vor der Villa stand, denn die Videoüberwachungskamera hat ihn gefilmt. Außerdem macht er daraus kein Geheimnis, denn der Stuttgarter Rapper filmt sich selbst dabei. Doch war jemand in dem Moment zu Hause, ist die große Frage. Angeblich habe Bösemann ein Beweisvideo, dass mindestens Farid Bangs Manager zu Hause war, auch eine Frau. Wer genau ist bis jetzt völlig unbekannt. Wenig später wurde auch angeblich die Polizei gerufen. Erst dann taucht Farid auf und macht seinen Livestream. Aber war Farid auch zu der Zeit zu Hause? Die Fans wollen die Wahrheit haben und fordern nun Beweise, die wir sehr bald bekommen werden. Ali Osman, der aktuell Bösemann verteidigt, hat alles ausgepackt, was er weiß über diese Story. Hier hört es euch an. Guckt euch das mal an, ne? Kameraüberwachung lügen ja nicht. Bösemann stand auch an seinem Fenster. Ne? Was hat er gesehen? Der hat den Mo, seinen Frauenschlägermanager, gesehen, ne? Wie Farid auch hinter ihm da stand. Und das Beste ist, ne? Dann ging die Tür auf und da kam eine mittel 40, 45 Jahre alte Frau, blonde, kurze Haare, hatte Handy in der Hand, ne? Und hat gesagt, ey, wir haben die Polizei benachrichtigt. Ist doch logisch, dass sie dann gehen, okay?